Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich einmal zeigen, wie man meine Platine zum N64 Analog-Stick-Ersatz bestückt. Das ist eigentlich ganz einfach, es sind nur wenige Bauteile, ein bisschen ein SMD hier hinten drauf. Ja, die Platinen habe ich machen lassen bei OSH Park, da kann die eigentlich jeder bestellen. Ziemlich preisgünstig mit Lötstopplack und Bestückungsdruck und ja, vergoldeten Kontakten, das lässt sich also richtig wunderbar löten. Die Dinger werden im Nutzen gefertigt und haben dann hier noch so kleine Stege unten dran. Die kann man einfach mit einem Seitenschneider vorsichtig ein bisschen abmachen. Und ja, wer möchte, kann das dann noch so ein bisschen gerade feilen hier, dass das nicht so scharfkantig ist. So, ja, das ist die Platine. Am besten, man fängt zuallererst mit den SMD-Bauteilen an. Da haben wir zum einen hier einen 100-Nano-Folienkondensator. Wir haben einen 4,7 Kilo-Ohm Widerstand. Die sind beide in 0805. Dann haben wir noch den Mikrocontroller. Und das war es eigentlich schon, was da hinten raufkommt. Am besten, man macht zuerst ja, den Widerstand und den Kondensator. Ein bisschen dünnes Elektroniklötzinn und eine feine Lötspitze sind von Vorteil. Und ich mache das eigentlich immer so, dass ich zuerst mal den einen Pin ein bisschen mit Lötzinn versehe und ja, dann kann man das Bauteil hier im Prinzip schon mal so hinlegen, macht das noch ein bisschen warm und schiebt das da so rauf. Und verlötet dann anschließend die zweite Seite. Ja, und schon ist der Widerstand montiert. Das machen wir für den Kondensator natürlich genauso. Ein bisschen Zinn drauf. So. Ja, der sitzt schon mal. Jetzt haben wir natürlich hier diesen AVR. Und ich zeige das nochmal kurz. Wir haben hier oben in der Ecke, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, einen ganz kleinen Punkt. Das ist der Pin 1. Das Lötpad ist übrigens auch eckig. Sieht man auch nicht so einfach, aber gut. Der Mikrocontroller hat auch an seinem ersten Pin, da oben sieht man es in der Ecke, so einen ganz kleinen Punkt. Und natürlich muss der Punkt auf den Punkt, sonst ist es natürlich falsch rum. Ja, hier machen wir das auch wieder so. Ein Pin, ein bisschen Lötzinn drauf. Und den kann man im Prinzip auch mit der Hand da ausrichten. So. Boah. Das sieht ganz gut aus. Ja, und jetzt können wir die restlichen Pins hier anlöten. Und das war es auch schon mit den SMD-Bauteilen. Ja, was brauchen wir als nächstes? Wir haben hier auf der Oberseite natürlich einmal das Joystick-Poti an sich. Wir haben einen 10 Mikro
Elektrolytkondensator, den habe ich dann noch mit drauf gebaut, weil ich das ein bisschen schöner fand. Und hier oben haben wir die Stiftleiste, die mache ich jetzt einfach mal zuerst, weil man das noch so schön hinlegen kann. Das wäre das. Ja. Es ist auch immer sinnvoll, erst die kleinen Bauteile zu bestücken. Das wäre dann natürlich in diesem Fall der Kondensator, hier auch drauf achten. Da ist natürlich der Minuspol immer markiert bei den Elektrolytkondensatoren und hier auf der Platine ist auch der Minuspol montiert. Den lassen wir so ein bisschen abstehen. Und zwar deshalb, damit man den hinterher noch rüberbiegen kann, so wie das dann passt. Ja. Wenn er in die andere Richtung geht, dann kollidiert er hinterher mit dem Joystick. Das wollen wir ja auch nicht. So. Ja. Kann man noch ein bisschen rausziehen hier. Wie man sieht, der Kondensator steht ein bisschen über. Den kann man dann hinterher so rüberbiegen, dass er da reinpasst, dass er im Gehäuse Platz findet. Zu guter Letzt fehlt eigentlich nur noch das Poti. Auch das stecken wir hier einfach drauf. Das passt nur in zwei Richtungen. Hier sind natürlich die richtigen Potis drauf. Das andere ist die Mechanik. Ja, den schön auf die Platine rauf und dann würde ich sagen, zuerst an den Festigungen anlöten, damit man das noch so ein bisschen nachdrücken kann in der Position. Jo, der sitzt. Und nun noch die Anschlüsse für die Potis. Ja. Ja, jetzt kommen wir zum Flashen. Dazu benutze ich den USB-ASP. Der hier ist selbst gebaut, gibt es aber auch bei eBay recht preiswert. Der hat einen 10-poligen ISP. Das hier ist ein Adapter auf den 6-poligen, der hier drauf ist. Ich habe hier einfach zwei wieder von diesen Stiftleisten reingesteckt, habe die ein bisschen auseinandergebogen.
Hier ist auch wieder der erste Pin eckig markiert. Der muss natürlich hier mit dem Pin 1 übereinstimmen. Das kann man dann hier so reinklemmen oder eben ja auch anlöten, aber dann muss man es ja wieder ablöten. Man könnte auch Drähte anlöten, wenn man den passenden Adapter nicht dabei hat. Das ist eigentlich auch kein Problem. Ja, als erstes führe ich das Make Fuse aus. Setze also die Fuse Bits und schon sind sie drin. Und danach einmal mit Make Program dann eben entsprechend EEPROM und Flash programmieren. Das dauert einen kleinen Moment länger. Wird dann auch nochmal verglichen, der Inhalt, ob das auch alles richtig war. Ja, und schon ist der Vorgang abgeschlossen und der Controller ist geflasht. Wir können das jetzt wieder abnehmen und können mit dem Einbau in den Ersatzstick fortfahren. Ja, da muss man natürlich erstmal gucken, wie man das Ding öffnen kann. Das ist so ein bisschen trickreich. Es ist an einigen Stellen verklebt. Hinten ist nur ein ganz kleiner Punkt. Ich versuche hier einfach mal, das ein bisschen aufzuhebeln. Das geht am besten da, wo die Kabel rauskommen. Man muss aber verdammt vorsichtig dabei sein und natürlich diese Laschen, die da einrasten, auch jeweils ein bisschen hochdrücken. Da kommt schon ein bisschen raus. Ja, und so arbeitet man sich da dann halt langsam vor, bis das Ding aufspringt. Natürlich vorsichtig sein, dass man sich nicht in die Finger sticht mit dem Schraubenzieher. Das wird sonst ein bisschen schmerzhaft. Ja, hier will er noch nicht so ganz. Vielleicht geht's so. Ja, wenn man ein bisschen hebelt, dann kriegt man das eigentlich auf. Natürlich vorsichtig sein, weil das Gehäuse ist das Teil, was wir auf jeden Fall noch brauchen. So, da sehen wir das auch. Da oben ist nur ein kleiner Kleberpunkt und unten ist das komplett einmal rumgezogen. Ich ziehe einfach mal den Knopf runter und dann können wir die vier Schrauben da lösen, um die alte Platine auszubauen. So, da haben wir das jetzt ausgebaut. Jetzt kann man mal gucken, ob die neue Platine passt. Ist noch nicht ganz der Fall, weil da noch ein bisschen zu viel Steg ist. Das passt nicht so zusammen mit unserem Jumper. Aber das kann man ja schnell mit dem Seitenschneider ein bisschen entfernen. So, das sieht jetzt ganz gut aus, denke ich. Ja, jetzt brauchen wir noch das Kabel von der alten Platine. Kann man einfach Ader für Ader ablöten. Und genauso müssen wir es dann auch gleich wieder an die neue Platine anlöten.
Der erste Pin ist der eckige auf der Platine, da kommt das weiße Kabel ran und so in der Reihenfolge dann auch alle anderen Adern. Die Anschlüsse kann man noch ein bisschen kürzen. Und der letzte Schritt, nachdem das dann im Gehäuse verschraubt ist, wäre dann noch die Kalibrierung. Die ist entsprechend so durchzuführen, wie das da in dem Forum beschrieben ist. Das ist auf meiner Seite verlinkt, das Circuit Board. Und ja, da steht das eigentlich alles. Da muss man die Konsole einmal mit gesetztem Jumper, je nachdem welche Kalibrierung man möchte, einschalten, wieder ausschalten, Jumper entfernen, das Ganze zusammenbauen, wieder einschalten, einmal links, rechts, oben, unten bewegen, damit der die Positionen anlernen kann, der Controller. Und dann wird die Konsole noch einmal abgeschaltet, wieder eingeschaltet und dann ist das Ganze auch kalibriert. Ja, jetzt kommt noch der Knopf drauf und im Prinzip sind wir dann soweit durch. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich viel, viel Spaß beim Zocken.